So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Duell gegen Eintracht Frankfurt. Spieltag Nummer 25, nachdem die Bayern tatsächlich gepatzt haben, also unentschieden gespielt haben. Ja, sind wir da so ein bisschen in der Dings drin. So. Na gut, gehen wir rein ins Match. Jetzt kommt Frankfurt, dann kommt Bo kommt kommt Rom. Und dann Düsseldorf. Na gut, gehen wir rein ins Match. Ach, ich wollte eigentlich tatsächlich ein bisschen durchrotieren. Gut, das kann ich auch gegen Rom machen. Das Spiel müsste eigentlich klar sein, dass wir das Ding durch haben. Wir haben ja alle Auswärtsspiele gewonnen bisher in der Champions League. Es waren jetzt vier an der Zahl. Und in der Liga haben wir tatsächlich verloren. Unser Heimspiel zumindest. Gegen den VfL Bochum mit 0 zu 1. Pierre-Emerick Aubameyang wird heute im Mittelpunkt stehen. Denn bei dem stehen vier Tore aus den letzten drei Spielen zu Buche. Kann er auch heute wieder treffen? Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Regen war angekündigt und das hat sich auch so bewahrheitet. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Partie. Am Mikrofon meldet sich das gewohnte Team Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Das dürfte eine hochinteressante Begegnung werden, Buschi. Das sind zwei Mannschaften, Wolf, die kennen den Begriff Freundschaftsspiel eigentlich gar nicht. Die geben immer Vollgas. Wie sieht deine Prognose heute zu Pierre-Emerick Aubameyang aus, Buschi? Naja, der ist im Abschluss immer wieder überragend. Da muss die Abwehr schon aufpassen. So, geht es auf jeden Fall gleich los. Ja, das letzte Mal habe ich Frankfurt tatsächlich, eine Folge habe ich tatsächlich vergessen hochzuladen, wie auch, wieso auch immer mir das passiert ist. Ärgert mich gerade so ein bisschen, aber Und da sehen egal. wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sie wählen heute das 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld. Das heißt, genau da im Mittelfeld wollen Sie viele Akzente setzen, wollen viele schnelle Vorstöße einleiten und hoffen, die Abwehr in Probleme zu bringen. Eintracht Frankfurt geht mit dieser Aufstellung ins Spiel. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen Sie nachrücken. So, auf geht's. Die Frankfurter mit dem Hinspiel 4-2 Anstoß. Los gewonnen. Jetzt wollen geht's. wir gegen die Frankfurter weiter siegen. Das erste oder das zweite von drei Heimspielen in Folge. Wir haben ja Rom noch in der nächsten Folge. Oder Düsseldorf sogar vier, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Ah, Energischer das Vorstoß. muss. Oh, Sie bringen den Ball in die Mitte. Ah, nee, Oh, schade. das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Erstmal gut Das gemacht von hätte De brenzlig Vree. werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Szymanski. Das jüngste Heimspiel wurde gewonnen und daran soll heute angeknüpft werden. Absolut Ja, überzeugend war es Noah. dieses Heute mal wieder keine Frage, aber von heutiges Beginn an, Spiel. aber nein. Ich glaube sogar an ein Unentschieden. Ja, das wäre Die natürlich Tabellenspitze total. ist in Reichweite heute. Aber jetzt schauen wir erstmal hier genau hin. Und Schön, immer auch Glück Tore, gehabt. wichtig. Ich weiß gar nicht, wie die Bayern jetzt, was mit den Bayern, wieso jetzt Spitze in Reichweite ist, weil ich glaube, haben die Bayern Das tatsächlich ist die Chance gepaart. zum Führungstor. Nein, kein Tor. Leute, Schöner platzierter Ball, Piano. aber am Ende eben doch kein Treffer. Nächster Versuch, da was aufzubauen. Jetzt Aubameyang. Aubameyang Gefährlich und jetzt. Stammer! Gehalten, da zeigt er sein Können. Ecke kommt. Da kann er jetzt erstmal klären.
Da ist er da. Ballverlust. Er steht gut und holt sich den Ball. Tossa. Sebastian Szymanski. Schilmert. Rote. Ulrich. Sie haben Lanzini. Den Ball. Gut dazwischen gegangen. Ah, Favre. Einwurf Frankfurt. Torgefahr kam bei diesem Ball natürlich nicht auf. Ein Fischer. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Und Aubameyang. Ja, da musste er mal probieren, weil zwei Mann dran waren. Mhm. Eher harmlose Schuss dabei rum, keine Probleme. Jetzt könnte Frankfurt Mendes vielleicht über außen kommen. Abseits, meiner Meinung nach. Nee, war es nicht. Da lässt er nichts. Dachte er jetzt zumindest nichts. Konnte da über voll unterbunden erstmal von Mendes. Jetzt Aubameyang. Toller Zweiger. Ja, mit Schiri, oder? Nächster Elfmeter oder was? Sebastian Szymanski. Schön. Harter Zweikampf, er bleibt liegen. Super Ding. Aubameyang. Ah, Ballverlust in der Vorzüge. Favre. Nicht so richtig aus sich raus. Da wird viel abgewartet, viel taktiert. Für die Zuschauer eher so lala, nicht die aufregendste Partie. Die Taktikfreunde, die wird's freuen. Kurz. Szymanski! Und noch was. Tolle Parade. Ja, das war ganz gefährlich. Was für 0-0 wäre schon fast wieder zu wenig eigentlich. Wir wären aber in der Verletzung. Die kurze Variante. Jetzt uns gerade angezeigt. Ball wird abgeblockt. Erstmal rote. Ball fällt. Ball weg. Einwurf für uns. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Was? Einwurf für Frankfurt, okay. Ja, da ist Platz jetzt. Er dribbelt in die Mitte. Der Schuss jetzt. Und Knopper. Es geht wahrscheinlich mit einem 0:0 Pause. Ich kriege momentan auch nicht mal eine Stürmer so zum Angriff. Wahrscheinlich wechseln. Ja, den muss er besser erklären. Wie bewertet die Schiedsrichterin jetzt dieses Foul? Okay. Puh, durchatmen. Nicht, dass da irgendwie noch ein... Oh nein, vielleicht die Führung jetzt. Und das so, tut richtig weh. 0:1. Kurz vor der Pause. Straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber das hat ja jetzt funktioniert. So ein unnötiger Fehlpass. Tor, cleveres Tor. Ball geht ins kurze Eck. Rechnet nicht jeder mit. Der ist wohl einfach zu genau, auch wenn es die Torwart-Ecke ist. Das ist es geht in die. Ja, und genau das ist bitter, weil das ist schon wieder eine Niederlage, die, oder beziehungsweise statt jetzt eine Niederlage, die wehtun könnte. Ich muss ja was probieren. Dass wir mal dreimal wechseln müssen. Durchgang 2 läuft. Ah, das muss er besser lösen. Ja, gelb. Das eine wäre eine, Karte, war der erste Ansatz für den Dempalle. Nein, Wolf, sehe ich auch so. Die musst du geben. Das lässt keiner durchgehen. Pfeife. Der es übrigens gelb gesehen hat. Da können sie kontern. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Fast schon leichtfertig vergeben, diese Gelegenheit zum Konter. Rote. Oh, Coco. Und Aubameyang. Den Ball hat er. Schon wieder weg. Sie versuchen es mit frühem Pressing.
Er wird da einfach getunnelt. Wieder die Außenbahn, Herr Frankfurt. Vielversprechender Steilpass. Guter Steilpass auf Timo. Da war mehr drin. Es gibt Abstoß. Ja, das wäre eine bittere Niederlage. Definitiv sollte das heute. Das macht er sehr gut. Mann! Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Mann, schon wieder nicht. Ich komme aber auch nicht in die die Situation rein. Und da sehen wir, mit wem es die Frankfurter in Kürze zu tun bekommen. Buschi. Ja, es geht gegen den FC Augsburg im nächsten Spiel in der Bundesliga. Das sollte dann keine allzu schwere Aufgabe für sie sein. Sie können kontern. Und da geht über Opa mit Eckloff und Trump. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Sie nehmen den Wechsel vor. Jetzt kommt die Ecke. Ja, wenn der einen Tick tiefer kommt, dann wird's irre gefährlich. Mendes. Oh, das kann gefährlich werden. Sie verlieren den Ball. Was für was? Was kommt jetzt für eine Entscheidung von ihr? Für was hast du da jetzt Freischuss mit das Ding weggepfiffen? Ich hole mir den Ball fair. Oder sagt er, nö, das gibt dann mal Freischuss für Frankfurt. Einfach. Leandro Trossard. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Timo Werner. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Mann! Gibt Einwurf für die Eintracht. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Werner! Der Ball ist natürlich. Ja, du musst jetzt irgendwie relativ schnell mal den zumindest einen Ausgleich erzielen, damit du hier nicht eine Niederlage entgegengehst. Nochmal die Unterstützung von den Rängen, die Hoffnung auf den späten Ausgleich. De Frey, wieder mit einem guten. Das ist die Chance. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Mann, das ist doch nicht wahr. Du kriegst ja nichts. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Timo Werner. Da blockt er fantastisch. Also ich glaube, das wird nichts werden, weil die Verstärkung steht so gut. Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Wir kriegen momentan nichts gebacken. Es wird eine verdiente Heimniederlage werden wahrscheinlich. Die Hoffnung lebt. Wenn man nicht doch irgendwie eine. Es geht den Abschluss weiter. Sie gehen mit zwei Mann drauf. Direkt auf den Ballführenden. Gute Aktion, Ball weiter im Spiel. Ilais Moriba. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Jetzt vielleicht mal der Konter über Lilian Eckloff. Oh, den muss sie eigentlich reinmachen. Ja, Wolf, aber nichts ist, sie laufen dem Rückstand weiter hinterher. Und der geht vorbei. Es gibt einen Wechsel. Sie spielen steil, gefährlich. Weiter gefährlich, das war zu halbherzig. Ball wird geblockt. Schiedsrichterin geht Vorteil. Und das ist auch genau die richtige Entscheidung. Mann! Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Das kann nicht sein, du kriegst nicht den Einpass dadurch. Es werden nochmal 2 Minuten draufgelegt. Der Ball im Aus, das hätte nicht ja, passieren müssen. Lass laufen. Mein Gott. Jo, war klar, dass hier noch was nachkommt. Der Spieler sieht zu Recht die gelbe Karte. Ja, Wolf, da kann er sich nicht beschweren. Sagen, es gibt Freistoß, ne? Geht in Ordnung. Die Schiedsrichterin gibt den Freistoß. Ich glaube, das wird nichts werden. Der steht da gut, der Verteidiger. Nicht drin! In Pfosten. Der Winkel ganz spitz und dann trotzdem ja, das Klasse gibt die zweite Heimniederlage in 3 Spielen. Verhindert hier den Treffer. Sie sehen sich jetzt dieses Spiel ist aus. Damit steht's fest. Es gibt hier die Niederlage für die Gastgeber. Knappe Niederlage also am Ende in der Liga. Knapper geht's nicht. Wenn hier die ein oder andere kleine Szene anders läuft, dann geht's anders aus. Ich denke schon, dass man. Ah, oh Mann, tut das weh, ey. Das ist wieder so eine unnötige Niederlage. Ich meine, verdient ist er definitiv.
Die Bayern freuen sich natürlich jetzt über diese Niederlage von uns. Ich denke mal, dann wird es wahrscheinlich, ja, das Ende sein. Mit allen Meistertrollen. Diese 0-2-1-Heim-Niederlage. Ja, die Bayern haben nämlich noch ihr Spiel. Die spielen nämlich in Dortmund, ja. Ich hoffe auf Dortmund einfach. Die müssen das Ding gewinnen. Wenn Dortmund gewinnt gegen die Bayern, dann sehen wir, wie es bleibt, bis auf 2 Punkte. Dann bleibt es spannend. Wenn die Bayern natürlich jetzt wieder gewinnen und sie 5 Punkte weg sind, ja, dann ist der Titel definitiv wieder raus. So, jetzt gucke ich gerade nochmal schnell auf die Tabelle. Keine Sorge, Rom, das sehen wir uns jetzt in der nächsten Folge an. So, Bundesliga. Bayern hat verloren. Yes! Damit ist wieder, ist noch alles drin. Damit tut die Niederlage noch weh, weil wir, wenn wir im Sieg tatsächlich Tabellenführer geworden wären. Aber gut, dass die Bayern verloren haben. Das ist ganz, ganz wichtig. So, okay. Mit diesem kleinen Mini-Erfolgserlebnis gehen wir dann heute nach Rom oder zu gegen den AS Rom in den Champions League oder beziehungsweise morgen, ja. Um 14 Uhr. Bis dann. Tschüss.